herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Moment, ich muss gerade mal einsteigen hier. Boring. Albert? Yep. Wir müssen auch Ostereier suchen, ne? Das auch noch. Ja. Ja, gut, machen wir doch gerne. Ich weiß nur nicht, wo unseres versteckt ist. Oh, da werden wir schon finden. Ja, sollten wir uns aber rechtzeitig auf die Suche geben. Sollen wir schon anfangen oder was? Ja, du musst es nur mit dem Ding jetzt runtergurken. Ich fahr mal gleich zum LO und hol unser Auto, dann komme ich zu dir. Jo. Ach, wir kriegen bestimmt einen Scheck hier für 5 Millionen oder sowas. Oh, das würde uns aus den Miesen helfen. So, ich guck mal noch schnell, dass ich den Anhänger loswerde. Also, bis gleich. Weiß ich nicht. Hallo. Hallo. Jo, was kriege ich jetzt für die Schüssel hier noch? Also ungefähr 8000, wenn du sie verkaufst. Und der Rest ist, also die 600 sind dann für mich. Nee, so läuft es nicht. Hä? Nicht? Nee, weil wenn du den verkaufst, dann ist das ganze Geld bei mir. Ja? Ja. Ja? Dann überweist du mir. Ey, ich hab sowieso kein Geld, Müller, das weißt du. Ja? Ja. Also, was willst du denn mir da? Vielleicht kriegst du mal ein Geschenkchen von mir. Ach so. Aber jetzt ziehen wir nicht alles. Ich muss auch einen neuen Anhänger kaufen. Von dem her kriegst du da auch wieder also, was. Also, 8.618 ist er wert. Verkaufen ja, nein. Ja, hau weg die Scheiße. Gut, dann ist die Scheiße mit weg. Geld sollte bei ihm eingehen. Ja, danke. Ja. So. Warte, was hat der Jürgen jetzt gesagt, wie viel er kriegt? Kannst du mir dann noch ein Angebot machen für den Fliegel TDK 2-Achser? Diesel TDK 2-Achser. Der ist von Transportpack. TDK 2-Achser. Tandem. Irgendwelche Spezifikationen? Farbe John Deere. Plane brauchen wir nicht. Also die Muldenfarbe John Deere, nehme ich an. Ja, Moment. Muldenfarbe John Deere grün. Felgenfarbe John Deere gelb. Warten Sie, Felgenfarbe John Deere. Yep. Als. Moment. Plattform mit Rückwand. Plattform. Nee, Plattform ohne Rungen. Warte, Stützfuß, Speziallackierung, Reifenaufbau. Ohne Rungen, ja. Dann hätte ich gerne Nokian. Nokia-Reifen, okay. Stützfuß automatisch. Gut. Jupp. Das wär's dann. Oh Gott. Das ist ganz schön teuer. Jo, Kostenvoranschlag bitte. Oh Gott. Kann ich mir nicht leisten, ey. Glaube ich. Endpreis wären mit Steuern und einem 45.610 Euro. Okay, muss ich erstmal verschieben. 45, also 46. Rund. Ja, stimmt schon. Okay, gut, dann danke ich erstmal. Jo. Tschüss. Haben Sie einen schönen Tag. Ebenso. So. Jo, Herr Jo, Nikolas. Würde das gute Ding... Alter, der neue Anhänger kostet 46.000. So, ich bin ja auch bei oben. Ich komm die Fuß bis zum Bauhof und kann meine. Jetzt kommt der Bauhof hier noch mit dem Tieflader drauf gefahren. Bei der ersten Stadt. Bist du hochgelaufen oder was? Ja.
meine aber warte mal, ich kann ja hier gleich schon mal gucken, ob ich hier was finde. So, ich gucke hier auch gleich hier rein. Bei der Helga, vielleicht ist da was versteckt. Erster Teil des Schecks, ne? Es ist schon, Achso, hatten wir eigentlich gesagt, hatte ich gesagt, was versteckt wurde? Kann ja jeder selber rausfinden. Nee, das ist schon ein bisschen doof, weil du weißt mir nicht, nach was man gucken muss. Weißt du, nach was du gucken musst? Ich werde schon merken, wenn irgendwas... Ja, nee, du weißt ja nicht, wonach du gucken musst. Ah, okay, der Jürgen hat was reingeschrieben. Gesucht werden Strohballen. So, die Info hat man nämlich vergessen. So, gut. Ich suche mal gerade hier beim Händlerhof. Aber ja, überall da, ne? Zwischen die ganzen Häuser überall mal gucken. Ne? Ja, eben. Deshalb, also kann auch irgendwo... Oh, ist eine schöne Stadt geworden hier. Es kann auch irgendwo hinter Häusern, irgendwo, egal wo, kann das versteckt sein. Ah, Telefon. Volker Varuna, hallo. Hallo, hier ist der Richter. Hallo, Herr Richter. Wir haben bei uns in der Stadt einen Ausgebildeten, noch einen ausgebildeten Polizisten. Was? Wen denn? Den Herr Herrmann, der ist ausgebildeter Polizist. Das glaube ich nicht. Doch, ich habe eben nochmal nachgeguckt. Der ist ausgebildeter Polizist. Der ist ausgebildeter Polizist und begeht Sachbeschädigung und versuchter Diebstahl. Ja, wer ist aber ausgebildeter Polizist? Aha. Das mag ja sein, aber wenn der vorbestraft ist, glaube ich nicht, dass wir den zulassen. Ja, deswegen. Ja, aber der würde hier gerne nochmal ein Praktikum machen. Das liegt in Ihrer Hand. Nee, aber das muss ja vorher auch nochmal mit der Stadt abklären, ob das für Sie okay wäre. Ein Praktikum liegt in Ihrer Hand. Ja, gut. Dann würde ich ihm erstmal... Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich habe ein Ei gefunden. Tschüss. Echt? Tschüss. Ja. Ups. Ich habe ein Talent, natürlich nichts zu finden. Das ist jedes Mal dasselbe. Aber ich sehe nicht, wem das gehört. Ey. Ah, hier. Ah, ich habe unsere gefunden. Lol. Ich habe ihn. Wer war das? War Volker? Ja. Ich habe unseren. War ja fast in der Nähe. Ich hab ein Talent. Ja, bist du auch hier? Na, links von dir. Ich hab da jemanden langlaufen sehen. Das bin ich hier, zwischen den Häusern, an der falschen Stelle. Ich ruf mal gerade den Jürgen an. Ah, ruft der perfekte Mann an. Hallo? Jürgen? Ja? Da bist du aber ganz schön hinten reingefahren. Hä? Ja, hier, Ostern. Ich hab gefunden. Hinter dem Haus in Helmbergen, im Haus gegenüber, also im Garten vom Haus gegenüber vom Händler. Du bist ein kleiner Schnurrer, ja, hasten. Ja, Ostern. Da hat der Harry mir fast den Anhänger geklaut. Ah, okay, ja, hier, Albert ist auch das war so geil eben. Eben kamen zwei rote Autos, LU und noch irgendwer mit dem roten VW entgegen, überall die Ballen am Suchen, ey. Ja, ja. Okay, gut. Du mit deiner Werkstatt, das passt hier hinten, da wo du sie haben willst, nicht. Das passt, das habe ich nämlich schon mal irgendwo gemacht. Hier passt es definitiv nicht, also kollidiert. Warte, ich guck mal selber. Warte mal. Es würde passen. Nee, da, Moment, nee. Moment. Geh mal GC, überall platzieren. Wie? GC-Menü. Ja. Dann rechts, wo das Zahnrad ist. Oben. Ja, hab's. Und dann überall platzieren. Muss da grau sein oder gelb? Gelb. Dann war's an. Ja, das hatte ich gerade gemacht. Dann ist es jetzt wieder aus. Jetzt ist es wieder an. Und dann müsste es gehen. So. Gut, ja. Also, ich wollte dir nur schon Bescheid geben. Danke, bis jo. Dann. Sag mir mal noch, was du kriegst, gell? Zinsen, Steuern. 5.000. 5, gut, überweise ich. Tschüss.
Jo. Hehe. So, unser Ostereier ist sicher. Hä? Moment, jetzt habe ich. Jetzt hieß es gerade Händler. Hä, liegen da zwei? Jetzt steht da Händler. Steht es bei dir auch? Gar nichts. Ich gebe bloß den Strohballen, aber mehr nicht. Der Händler, ja. Steht bei dir jetzt auch Händler dran? Ja. Komisch, hat er hier zwei platziert? Mit Händler dran. Warte mal, vielleicht hat er unseren schon entfernt wieder. Weiter suchen. Nee, unsere ist fertig. Er hat es angenommen, dass wir es richtig gemacht haben. Gut. Dann kommst du mit? Oder fährst du rüber zum. Läufst du rüber zum LU und holst den Anhänger? Den Passat? Hatte ich einen Traktor abgestellt? Händler oder so? Ah, bei der Helga. Oh, ich habe einen Motor laufen lassen. So. Gut, wir haben jetzt natürlich, ach so, 5.000 muss ich an den Jürgen noch zahlen. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Woraus? Was da drin ist. Im Überraschungsei. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, schon wieder Bockmist gebaut, 40.000. Albert. Albert. Hören? Jetzt haben wir wieder kein Geld mehr, um das Feld zu pachten. Da haben wir das nicht schon? Das 120er? Nee. Und das andere Feld hier, das 101 oder was das war, was vorher was vergammelt war, haben wir das nicht noch? Oder war das ja, aber das bringt uns ja nichts, da ist ja nichts drauf. Und das haben wir auch nur noch eine Woche. Ja, dann werde ich das auch zu schnell. Nee, das bringt sich, das lohnt sich nicht, das reicht zeitlich nicht. Ich pump mal den Neumann nochmal an. Vielleicht gibt er uns noch ein bisschen Kohle. Ich ruf den mal an. Dass er die Werkstatt bald hinbaut? Hat er schon. Ja, gut. Glaube ich. Mal hier hoch. Hol das Ding. Ja, die habe ich schon gesehen, die ist da. Lass gleich Bescheid, lass ich den. Ich guck mal, ob ich den Neumann uns noch 20.000 pumpt. Da darfst du mich. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Marlon. Du, ich hab da mal eine Frage. Ja? Hast du ein bisschen Geld übrig? Ich weiß, hört sich doof an. Ich habe auch noch 35.000 bei dir offen. 37. Ja. Wie viel bräuchtest du denn? So 20. Kriegst du auch spätestens nächste Woche zurück. Ja. Das wäre supi, dann würdest du mir aus der Patsche helfen. Ich muss mal echt, ey. Aber wir sind jetzt gerade dabei, unser Feld anzupflanzen, unser Feld vorzubereiten für die nächste Aussaat. Und dann rollt der Rubel auch. Und hast schon dein Oster. Mein Osterballen habe ich schon gefunden, ja. Gut. Ich bin noch am Suchen. Echt? Ja. Aber ich bin jetzt in der letzten. Im letzten Dörfchen. Ah, okay. Ja, ist cool.
Das ist eine gute Geschichte. Idee. Ja. Okay. Gut. Würdest du mir dann anweisen, überweisen? Ja, kommt sofort. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Sachen verpixeln. Ah, Moment, wieder ein Anruf. Hallo? Jürgen? Ja? Die Werkstatt steht? Jo. Ist hoffentlich richtig gebaut. Ja, ich muss noch 3 Schrauben reinmachen. Okay. Doof, ich würde gern, also die Pacht von 101 kannst du zurückziehen. Jo. Und ich würde dann gern die 120 pachten. 120. Ja, kannst du direkt ausrechnen. Jo, bitte. Kannst du auch direkt überweisen. Jo, sag an. 3, 9, 2, 4, 4, 8. 39.200. 39,2. Ja. Ist da, danke. Jo. Tschö. Ciao. Kannst du mich hier aus dem Telefonat schmeißen? Nee. Warte. Tschüss. Jo, ciao. So, die 120 ist gepachtet. Oh, warte mal, er hat aber Glück gehabt. Ich hab da noch was. Ups. Wir hatten doch früher einen alten Händler. Oh, scheiße, was will denn der jetzt hier? Ach, bist du das hinter mir? Albert? Ja? Du bist das, ey. Jetzt dachte ich, mich verfolgt einer, ey. Mist. Was? Warte kurz. Oh, nee, da. Warte mal, wo kommt... Warte mal, fahr mal weiter. Ja, runter? Yo! Haben sie sich irgendwie geirrt im Hof, oder? Ich dachte, ich werde verfolgt. Wir sind gleich wieder weg. Okay. Tschüss. Jo. Das ist nur ich, vielleicht, weil ich das Tor hier hinten zumachen wollte, müssen wir ein bisschen auf. Ach so. Oder ich lasse es ihnen offen. Ja, ich fahr gleich raus. Ich mach's dann zu. Ja,